Ein Gegenüberstellungsvideo des Bundeskriminalamtes. Es zeigt Beate Zschäpe, 38 Jahre alt. Seit 1,5 Jahren sitzt sie in Untersuchungshaft und schweigt. Jetzt steht sie als einzige Überlebende einer Nazi-Terrorzelle vor Gericht. Doch wurde aus einem ostdeutschen Teenager tatsächlich eine Terroristin? In diesem Film sprechen ehemalige Kameraden und Verwandte erstmals über Beate Zschäpes Weg in den Abgrund. Klar waren wir gegen Ausländer und gegen alles, gegen den Staat und sonst was. Gegen alles, was nicht gepasst hat. Sie war auf jeden Fall ein Kumpel. Sie hat Spaß mitgemacht. Die war komplett integriert. Die hat dazugehört. Das war halt nicht die Frau hinterm Herd. 15 Raubüberfälle, 2 Bombenanschläge, 10 Morde. Kann Beate Zschäpe wirklich wegen all dieser Taten verurteilt werden? Wird dieser Prozess tatsächlich die Wahrheit über sie und den selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund ans Licht bringen? Jena, Anfang der 90er Jahre. Ein Amateurvideo zeigt Beate Zschäpe mit Freunden. Der Sozialarbeiter eines Jugendclubs befragt sie. Wohnt ihr noch bei euren Eltern? Sowieso. Ja. In einem eigenen Zimmer oder müsst ihr euch da die Zimmer mit anderen Leuten teilen? Im eigenen. Im eigenen Zimmer. Eigenes Zimmer. Kommt doch viel geiler. Beate Zschäpe als Kind. Bislang unveröffentlichte Fotos. Dokumente einer scheinbar glücklichen Kindheit. Doch die Familienverhältnisse sind schwierig. Die Mutter von Beate Zschäpe studiert im Ausland. Zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt. Sie wächst bei ihrer Großmutter auf, bezeichnet sich selbst als Oma-Kind. Ihr Cousin Stefan ist für sie damals wie ein Bruder. Zum ersten Mal spricht er öffentlich über die gemeinsame Jugend. Anfang der 90er Jahre ist Beate Zschäpe für ihn ein ganz normales Mädchen. Sie ist eigentlich ein Familienmensch. Sie will ihre Ruhe haben. Wir sind so aufgewachsen. Wir haben mit 7 Jahren angefangen, Karten zu spielen. Im Garten. Wir haben ein Gartenhäuschen. Da haben wir jedes Wochenende zusammen gesessen, Karten gespielt. So, und dann über die Jahre später oder so, da haben wir zusammen gesessen, haben Bier zusammen getrunken oder sie einen Wein oder irgendwas. Beate Zschäpe, ein scheinbar unauffälliger Teenager. Wie konnte sie Mitglied einer Terrorzelle werden? Neben 4 anderen Unterstützern des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds ist sie jetzt die Hauptangeklagte im Prozess. Auf 590 Seiten haben die Ankläger der Bundesanwaltschaft die Ergebnisse aus 1 Jahr Ermittlungsarbeit zusammengetragen und rechtlich bewertet. Ihr Ziel, Beate Zschäpe wegen Mordes ins Gefängnis zu bringen. 2 Experten, die die Anklageschrift sehr genau kennen. Gerhard Strate, er gehört zu den Spitzenstrafverteidigern in Deutschland. Frank Bräutigam, Rechtsexperte der ARD. Beide beurteilen die Anklage gegen Beate Zschäpe. Die Hauptanklagepunkte, vor allen Dingen jetzt ihre Mittäterschaft an den Mordtaten und auch an den Raubüberfällen, sind in einer Weise begründet, dass man schon Zweifel haben muss, ob sich das am Ende durchsetzen wird. Inhaltlich gehen die Ankläger wirklich aufs Ganze, an die Grenze des Möglichen. Sie werfen Frau Zschäpe Mittäterschaft an dieser Mordserie vor. Dass das jetzt nicht völlig absurd ist, zeigt, dass das Gericht in München diese Anklage unverändert zugelassen hat. Die Ankläger versuchen nachzuweisen, dass Beate Zschäpes Weg in den Terror bewusst gewählt und schon früh vorgezeichnet ist. Wie in vielen Städten Ostdeutschlands fehlen auch in Jena kurz nach dem Zusammenbruch der DDR Orientierung und Vorbilder. Ganz besonders bei den Jugendlichen. Ein Treffpunkt damals der Winzerclub. Hier lernt Beate Zschäpe Uwe Mundlos kennen, ihre große Jugendliebe. Die beiden verloben sich. Als Uwe Mundlos zur Bundeswehr muss,
wendet sich Beate Zschäpe dem jüngeren Uwe Böhnhardt zu. Dennoch, Beate Zschäpe und die beiden Uwes bleiben zusammen, werden eine eingeschworene Gemeinschaft. Wie für viele Jugendliche in der Gegend ist auch für sie eine rechtsradikale Gesinnung damals ganz normal. Klar waren wir gegen Ausländer und gegen alles, gegen den Staat und sonst was. Gegen alles, was nicht gepasst hat. Und gepasst hat ziemlich wenig. Ja, genau so ist es. Gemeinsam mit seiner Cousine Beate Zschäpe und den beiden Uwes ist Stefan A. damals in der Kameradschaft Jena aktiv. In der rechtsextremen Szene gilt die Gruppe als besonders radikal. Die Kameradschaft Jena ist Teil des Neonazi-Netzwerkes Thüringer Heimatschutz. Einer seiner Gründer und damals führender Neonazi ist dieser Mann. Auch er gibt zum ersten Mal ein Interview. Bedingung, er will unerkannt bleiben. Beate Zschäpe und ihre Freunde kennt er gut. Anfang der 90er Jahre teilt er im Gefängnis 2 Monate lang eine Zelle mit Uwe Böhnhardt. Der kommt im Alter von 15 Jahren erstmals in den Knast, wegen mehrerer Gewaltdelikte. Also wo Böhnhardt in die Zelle reinkam, hat er fast Glatze gehabt, Bomberjacke an und Schnürstiefel. Da kam er gleich auf die richtige Zelle. Da waren schon 2 drauf, ich und noch ein anderer Kamerad. Da wurde er gleich mit offenen Armen empfangen. Da tut man halt im Knast zusammenhalten. Später trifft er auf die anderen. Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Sie war halt auf jeden Fall ein Kumpel, das kann ich sagen. Sie hat halt Spaß mitgemacht. Man konnte sich auch ziemlich gut über private Sachen mit ihr unterhalten. Sie kam mir auch nie blöd vor. Die hat ein bisschen was im Kopf gehabt. Eigentlich eine Gute. Wenn sie ein Kerl wäre, die war komplett integriert. Die hat komplett dazugehört. Das war halt nicht die Frau hinterm Herd, sage ich jetzt mal. Beate Zschäpe macht bei allem mit. Eine Kreuzverbrennung im Stil des amerikanischen Ku Klux Klan in der Nähe von Jena. Die Neonazis zelebrieren so ihre Vorstellung von einer reinen weißen Rasse. Rechts, neben dem brennenden Kreuz, Uwe Böhnhardt. Als einzige Frau mit dabei, Beate Zschäpe. Der Knastfreund von Uwe Böhnhardt kennt die Einstellung von Beate Zschäpe und ihren Kameraden nur allzu gut. Er zeigt ein bisher unveröffentlichtes Video. Ein Fußballturnier unter Neonazis. Sie nennen es Gau-Turnier. Rechte Kameraden aus Sachsen spielen gegen rechte Kameraden aus Thüringen. Der Mann in Springerstiefeln ist Uwe Böhnhardt. Er gibt den Schiedsrichter. Hier wollen sie Spaß haben, den Chorgeist pflegen, Kräfte messen in der Kameradschaftsszene. Nach dem Turnier Siegerehrung. Uwe Böhnhardt und die anderen feiern auf ihre Weise. Schlachtruf mit Hitlergruß und Sieg Heil. Unter den Kameraden ganz normal. Das belegen diese exklusiven Aufnahmen. Wir haben euch was mitgebracht! Was, was, was? Arbeitsplätze! Zuerst für Deutsche! Aufmarsch der Neonazis in Thüringen. Hass gegen Ausländer, gegen Staat und Demokratie. Mittendrin Beate Zschäpe und Uwe Mundlos. Zusammen mit Uwe Böhnhardt treffen sie in den 90er Jahren Gleichgesinnte in ganz Deutschland. Auch hier in Ludwigsburg, in Baden-Württemberg, sind sie regelmäßig.
Diese bisher unveröffentlichten Fotos zeigen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bei einer Party. Einer der Ludwigsburger Kameraden von damals erinnert sich an die drei. Vor allem an eine Begebenheit mit Uwe Mundlos in einem Supermarkt. Da ist uns ein Schwarzafrikaner entgegengekommen und Herr Mundlos kniet sich nieder, macht's Kreuz vor ihm und sagt: Weiche von mir, Satan! Der Ludwigsburger sammelt damals begeistert Waffen. Nur sogenannte Deko-Waffen, wie er beteuert. Bei Uwe Bönhardt sorgt das allerdings für Enttäuschung. Ich sage, ich sammle nur Spaß, nicht damit ich irgendwelche Leute oder auf irgendwas schießen will. Ich habe keine Ahnung. Der Bönhardt hat gesagt, was willst du mit diesen Deko-Waffen? Da kannst du nichts damit anfangen. Auch in Worms tauchen die Thüringer auf. Sie marschieren bei einem Gedenktag für den Hitler-Stellvertreter Hess mit. Auch hier ist Beate Zschäpe dabei. Eine Reihe dahinter folgt Uwe Mundlos. Uwe Bönhardt, der beim Fußball so gern das Kommando übernimmt, ist schon früh geübt im Umgang mit Waffen und scheut sich nicht, sie zu benutzen. So hat es auch sein alter Knastfreund in Erinnerung. Da war halt mal eine Situation, da gab es mal bei einer Disco-Veranstaltung Ärger mit einem von uns, quasi. Der hatte einen über den Durst getrunken und hatte immer so ein Talent, Leute halt dumm zu machen. Der wollte die immer verprügeln und so. Dann habe ich den halt mal zur Rede gestellt und da gab es dann fast eine handfeste Auseinandersetzung. Und ehe ich mich umgucken konnte, stand der Böni da und hatte da eine Knarre schon gezogen. Und stand halt hinter mir und hat mir halt geholfen. Und hat mit der Knarre auf den Typen gezielt. Uwe Bönhardt. Nach außen lächelnd, nach innen voller Hass. Die Ankläger wissen durch die Zeugenaussage eines Kameraden, Uwe Bönhardt und die beiden anderen treten offen für den bewaffneten Kampf ein. Bönhardt habe geäußert, Ausländer müssten in Konzentrationslagern interniert werden. Am besten sei es auch für die Ausländer selbst, wenn sie vergast würden. Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos zeigen jetzt auch offen, was sie denken. Sie schänden die Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus. Marschieren in NS-Uniformen durch das Konzentrationslager Buchenwald. Kriminalhauptmeister Mario Melzer ist damals der zuständige Ermittler beim Staatsschutz in Thüringen. Er verhört Beate Zschäpe und erkennt die Gefahr, die von der Gruppe ausgeht. Er setzt alles daran, die drei aus dem Verkehr zu ziehen. Doch er sieht sich in seiner Arbeit behindert, kritisiert deswegen seine Vorgesetzten heftig. Ohne Erfolg. Heute gibt er sich eine Mitschuld. Ich möchte mich eigentlich als Mensch und als Christ entschuldigen bei allen Opfern, bei deren Angehörigen und Hinterbliebenen. Und das tut mir in der Seele weh. Und wenn ich meine Kritik, die ich damals schon angebracht hatte, vielleicht noch hörbarer gemacht hätte, hätte man vielleicht noch was verhindern können, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tut es mir in der Seele weh. Kriminalpolizist Melzer muss immer militantere Aktionen der drei aufklären. Sie basteln eine Puppe, die vorne und hinten mit Judensternen versehen ist, und hängen sie von einer Brücke über die Autobahn. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zu ihrem Hass gegen Juden. Auf der Brücke steht ein Schild mit der Aufschrift Bombe. Eine perfide Methode, um die Polizei an der Bergung der Puppe zu hindern. Die Idee dazu sollen sie von ihm haben, von Uwe Bönhardts ehemaligen Zellengenossen. Ich hatte mal 95, 96 ein Transparent angebracht an einem Baugerüst. Stand drauf, Rache für Hess. Das hatte ich auch verbunden mit einer Bombenattrappe, damit das Transparent halt so lange wie es geht hängt und nicht so schnell entfernt werden kann. Das habe ich denen damals erzählt und dann haben sie das scheinbar selbst gemacht. Der Plan geht auf. Es dauert Stunden, bis die Puppe geborgen ist. Mario Melzers Ermittlungen bringen Uwe Bönhardt schließlich vor Gericht.
Er wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch Böhnhardt muss die Strafe noch nicht antreten. Er hat Berufung eingelegt. Gleichzeitig beginnt das Trio, Bomben zu bauen. Auf dem Theaterplatz in Jena wird von spielenden Kindern ein Koffer mit TNT gefunden. Gebaut von Uwe Böhnhardt. Für mich war es halt kein Spaß und kein Spiel, wenn jemand Bomben verteilt, ob sie nun funktionieren oder nicht, wo TNT drin ist und dergleichen. Mario Melzer erhöht sofort den Druck auf die Szene. Es war auf jeden Fall ein verstärkter Observationsdruck. Das war auf jeden Fall spürbar. Aufklärung, klingeln zu Hause, dich in ein persönliches Gespräch zu verwickeln, dir was aus der Nase zu ziehen, verstärkte Hausdurchsuchung, da war ein verstärkter Druck. Auf jeden Fall. Bei den Ermittlungen erfährt der Kriminalbeamte, Tino Brandt, ein enger Vertrauter des Trios und Chef des Neonazi-Netzwerks Thüringer Heimatschutz, ist seit Jahren ein bezahlter Spitzel des Verfassungsschutzes. Die Bomben wurden also aus Sicht des Ermittlers unter den Augen des Verfassungsschutzes gebaut. Für den Polizisten Mario Melzer ein Unding, er beschwert sich. Der Verfassungsschutz aber deckt seinen Spitzel und bestreitet die Zusammenarbeit. Über seine Erlebnisse hat der Ermittler vor mehreren Untersuchungsausschüssen ausgesagt. Gerne würde Mario Melzer ausführlich über den Fall vor der Kamera sprechen. Doch das hat ihm die Spitze des Landeskriminalamtes Thüringen verboten. Seitens meiner Behördenleitung ist es mir untersagt, über Dinge zur Sache Auskunft zu geben und zu reden, obwohl ich eigentlich schon mehrere öffentliche Aussagen gemacht habe. Und zwar im Thüringer Untersuchungsausschuss zweimal und im Bundestagsuntersuchungsausschuss im öffentlichen Teil. Dazu hätte ich gern und ohne Probleme auch was gesagt. Allerdings ist es mir untersagt worden. So viel ist inzwischen klar. Nach Mario Melzers Beschwerde reagiert der Verfassungsschutz. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt werden observiert. Und tatsächlich, jetzt plötzlich wird die Bombenwerkstatt gefunden. Eine Garage in Jena, angemietet von Beate Zschäpe. Was jetzt folgt, ist ausführlich dokumentiert. Die Bombenwerkstatt soll ausgehoben werden. Doch Staatsanwaltschaft und Polizei beschließen, keine Haftbefehle gegen die Bombenbauer. Keine Durchsuchung des Autos von Uwe Böhnhardt. Und es wird noch rätselhafter. Ausgerechnet am Tag der Durchsuchung sind die eigentlichen Verantwortlichen entweder krank oder auf einem Lehrgang. Und Polizist Mario Melzer, der fest entschlossen ist, die drei festzunehmen, muss an diesem Tag an einem anderen Fall arbeiten. Ergebnis: Uwe Böhnhardt steigt in sein Auto und fährt ungehindert davon. Als Kriminalbeamter Mario Melzer davon erfährt, beschwert er sich erneut. Einzige Reaktion: er wird versetzt. Der Fakt, dass die drei verschwunden waren, hat mich nie losgelassen. Und das finde ich schon mehr als mysteriös, weil gerade unsere Zielfahndung sehr erfolgreich und sehr gut ist. Und ich kenne nur Erfolge von diesem Zielfahndungskommando. Und ich konnte mich auch nie damit zufrieden geben, dass die eben einfach verschwunden waren. Und das war's und aus. Das geht nicht. Wie gesagt, ich habe mir Eid geleistet als Polizist. Ich bin zuständig für Strafverfolgung. Ich unterstehe dem Legalitätsprinzip, dem Strafverfolgungszwang, habe mir Eid geleistet. Und ich muss dieser Sache nachgehen. Werden die drei absichtlich laufen gelassen? Um den vermeintlichen Topspitzel Tino Brandt zu schützen? Dass Verfassungsschützer ihre Quellen und damit auch rechtsextreme Straftäter vor der Polizei schützen, davor warnt damals sogar das Bundeskriminalamt in einem geheimen Positionspapier. Zitat: Es bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass dadurch Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden vereitelt oder unterlaufen werden,
wodurch letztlich nicht nur die Quellen, sondern die gesamte Szene vor Strafverfolgung geschützt wird. Mit den Methoden des Thüringer Verfassungsschutzes kennt sich auch der alte Kamerad des Trios bestens aus. Mich haben sie mal versucht, auch in der Haft anzuwärmen. 1200 D-Mark wurden mir dazu gesagt, Spesen, Fahrtkosten und Telefonkosten. Ich sollte mich vorwiegend nach Bayern hin bewegen und hatten halt Interesse an Wehrsportgruppen und Waffenlagern. Da habe ich sie dann gefragt, das wissen 2-3 Mann, wo irgendwelche Waffen gebunkert sind. Da ist der Kreis der Anscheißer ganz schön klein. Und da haben sie dann gesagt, wenn das in einem Haus versteckt ist, dann rufen sie halt die Feuerwehr. Es riecht nach Gas, dann wird das Gasleck gesucht und durch Zufall finden wir halt die Waffen. Und wenn es irgendwo im Wald vergraben ist, dann kommt halt die Telekom und tut ein Kabel verlegen und stößt aus Versehen auf das Waffendepot. Und so hätten sie dann halt den Anscheißer gedeckt. Kungelei zwischen Verfassungsschutz und Neonazis. Ignorieren die Beamten dabei die Gefahr, die von Rechtsextremisten ausgeht? Als sie die Garage von Beate Zschäpe öffnen, finden sie Rohrbomben, kiloweise TNT und Propagandamaterial. Spätestens jetzt muss den Ermittlern klar sein, wie gefährlich die drei sind. In der Garage finden sie mehrere Listen. Darauf hat Uwe Mundlos seine bundesweiten Kontakte fein säuberlich aufgeführt. Ein idealer Fahndungsansatz. Doch die Adresslisten werden nie bei der Fahndung eingesetzt. Warum? Ist bis heute unklar. Die drei tauchen ab, nach Chemnitz nur eine Autostunde von Jena entfernt. Hier leben sie 2 Jahre lang in wechselnden Wohnungen, die ihnen rechte Kameraden zur Verfügung stellen. Auch jene, die auf den Adresslisten zu finden sind. Stefan A., der Cousin von Beate Zschäpe, kennt die Kontakte der drei in die Chemnitzer Szene sehr gut. Wir waren ja früher fast jedes Wochenende in Chemnitz. Party machen, Konzerte. Und dann wurden wir ja auch das ein oder andere Mal von der Polizei angehalten. Oder die Chemnitzer waren hier, wir haben mit den Partys gemacht. Also es war schon bekannt, dass wir mit Chemnitz in Kontakt waren. Es ist ja naheliegend für die Polizei, dass man in den umliegenden Freundschaftskreis erstmal guckt. Also ich wäre nicht nach Chemnitz gegangen, mit Sicherheit nicht. Doch genau das tun die drei, denn hier haben sie ein großes Unterstützerumfeld. Viele sind Aktivisten der Bewegung Blood and Honor, Blut und Ehre. Ein international agierendes Netzwerk, das mit dem Vertrieb rechtsextremer Musik und Konzertveranstaltungen eine rassistische Ideologie verbreitet. Die Reinerhaltung der weißen Rasse, das ist oberstes Ziel, durchzusetzen auch mit Waffengewalt. Videos des sogenannten Kriegsberichters kursieren damals in der rechten Szene bundesweit. Man hat sich halt diese Videos reingezogen, ist ja klar. Kriegsberichter oder sowas. Das, was du da so gesehen hast, war auf jeden Fall eine coole Nummer. Unterstützer beschaffen dem Trio nicht nur Wohnungen, auch neue Identitäten, Geld und Waffen. Sie sind bundesweit im Visier der Polizei. Längst liegen Haftbefehle vor. Chemnitz, Bernhardstraße 11, 6. Mai 2000. An diesem Tag findet eine der Öffentlichkeit bislang unbekannte nachrichtendienstliche Operation statt, an der auch die Polizei teilnimmt. Verfassungsschützer beobachten ein Haus. Dort wohnt eine Bekannte des untergetauchten Trios. Die Beamten machen diese Fotos. Ein Mann hilft bei einem Umzug. Stefan A. ist sich beim Betrachten der Fotos sicher, wer dieser Umzugshelfer ist. Ja, das sieht aus wie Uwe Böhnert. Würde ich sagen. Das sind zwar schlechte Fotos, aber so von der Statur, von Segelohren her, müsste das Uwe Böhnert sein. Also ich würde zu 90% sagen, ja, denke ich schon. Der Mann auf dem Foto ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Uwe Böhnert.
Zu diesem Ergebnis kommt das Bundeskriminalamt in einem Gutachten. Und die Verfassungsschützer vor Ort? Sie wollen Böhnhardt nicht erkannt haben, obwohl sie extra angerückt sind, um nach dem Trio zu suchen. Damit ist erstmals belegt, 4 Monate vor dem ersten Mord wird eine große Chance vertan, die 3 zu stoppen. Eine Panne oder gezieltes Wegschauen? Wird der Prozess in München eine Erklärung für solche fragwürdigen Ermittlungen liefern? Auf den 590 Seiten der Anklageschrift findet sich dazu keine Silbe. Also der Strafprozess ist dafür da, die Sachverhalte aufzuklären, die Taten und die persönliche Schuld der Angeklagten festzustellen. Das Behördenversagen, das ist nicht das Hauptthema dieses Prozesses. Im Mittelpunkt steht sie, Beate Zschäpe. Als junges Mädchen liest sie gerne die Bravo. Sie liebt Tiere. Spätestens 1998, so ihrer Ankläger, ist Beate Zschäpe Mitglied einer nationalsozialistischen Terrororganisation, deren Ideal eine reinrassig-arische Gesellschaft ist. Bei der Durchsuchung der Garagen in Jena finden die Ermittler Computerdisketten. Daraus entschlüsseln sie dieses Schriftstück. Zitat: Ali Drecksau, wir hassen dich. Wer sagt, das wäre zu gemein, der soll es sehen, das Türkenschwein. Er plündert, raubt und wird dann frech, doch heut noch stirbt er, so ein Pech. Eine Geisteshaltung, die laut Anklage auch Beate Zschäpe mitträgt. Um Geld zu beschaffen, überfallen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Postfilialen, einen Supermarkt, später Banken. Laut Anklage verwaltet Beate Zschäpe das erbeutete Geld, bezahlt damit Unterstützer, die Pässe beschaffen, ist bei der Übergabe einer Waffe dabei. Auf der Anklagebank sitzen auch 2 Kameraden aus Jena. Sie sollen eine weitere Waffe besorgt haben. Eine Cesca 83 mit Schalldämpfer. Die Waffe, mit der sie Menschen hinrichten, die nicht in ihr nationalsozialistisches Weltbild passen. Yvonne Bulgaridis hat ihren Mann Theodorus verloren. Sie spricht nicht offen vor der Kamera. Sie will auf der Straße nicht erkannt werden. Nur selten können sie und ihre Kinder am Grab in Griechenland trauern. Deshalb kommen sie oft an diese kleine Kapelle. Das ist der Ort, wo wir hingehen, wenn wir halt an Theo denken und oder mit ihm reden. Das ist der Ort. Das Entsetzen nimmt halt nicht ab. Wächst und wächst. Hier in München, in der Trappentreustraße, betreibt ihr Mann Theodorus 2005 einen Schlüsseldienst. Seinen Laden hat er erst knapp 2 Wochen geöffnet, als er am 15. Juni mit 2 gezielten Kopfschüssen getötet wird. Es war kurz nach 8, 8:30, klingelt das Telefon von uns und dann ist meine Tochter rangegangen und dann schaut sie mich an und ihre Augen waren total leer und dann sagt sie zu mir: Der Papa ist tot. Heute weiß Yvonne Bulgaridis, dass ihr Mann Opfer einer rechten Terrorzelle geworden ist. Doch dieses Wissen macht es ihr und ihren Kindern nicht leichter, mit dem Tod ihres Mannes, ihres Vaters umzugehen. Na, es kann keine Erleichterung sein, wenn jemand aufgrund seiner Nationalität einfach ermordet wird und die Leute gehen rein und schießen jemanden ins Gesicht, den sie gar nicht kennen. Nur weil er kein Deutscher ist. Das Morden beginnt am 9. September 2000 in Nürnberg. Das erste Opfer, Enver Şimşek, ein Blumenhändler. Schneider, Lebensmittelhändler. Immer sind es Kleinunternehmer mit ausländischen Wurzeln, die immer mit der gleichen Waffe liquidiert werden. Doch das Morden, so die Anklage, reicht dem Trio nicht.
Sie wollen Angst und Schrecken verbreiten. In Köln bomben sie gleich zweimal. 2001 Anschlag auf ein iranisches Lebensmittelgeschäft. Dabei wird eine Schülerin schwer verletzt. 2004 Anschlag mit einer Nagelbombe in der Kolbstraße. Die Opfer 22 Anwohner, die Mehrzahl von ihnen Türken. Sie werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler erkennen die entscheidenden Verbindungen zwischen den Taten nicht. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Eine fatale Fehleinschätzung. Und so werden auch diese Aufnahmen einer Überwachungskamera nicht richtig ausgewertet. Sie zeigen Uwe Böhnhardt. Er schiebt die Bombe auf einem Fahrrad. Kurz darauf explodiert sie. In der Kolbstraße aber werden jetzt Anwohner verdächtigt, die Bombe gelegt zu haben. Opfer werden von Ermittlern wie Täter behandelt. Diese Erfahrung muss auch Yvonne Bulgaridis machen. Noch heute ist für sie das Schlimmste der Umgang der Polizei mit ihr und ihren damals minderjährigen Töchtern. Denn die Ermittler suchen das Motiv im privaten Umfeld der Familie. Sie verdächtigen Theodoros Bulgaridis sogar des Menschen- und Drogenschmuggels. Da kam ein Anruf, dass sie uns abholen möchten zum Verhör. Es war nicht ein, es tut uns leid, wie geht es Ihnen? Meine Kinder und ich sind getrennt worden, also auch die Kinder untereinander sind erst einzeln vernommen worden. Und dann habe ich meine Tochter auf dem Gang schreien hören, ich sage kein Wort mehr, bis ihr mir nicht sagt, wie mein Vater gestorben ist. Michelle Kiesewetter ist das 10. und letzte Mordopfer. Am 25. April 2007 wird die junge Polizistin in Heilbronn erschossen. Ihr Kollege lebensgefährlich verletzt. Doch warum? Eine Frage, die bis heute ungeklärt ist. Genauso unklar ist, warum das Morden nach 2007 plötzlich aufhört. Gibt es Diskussionen unter den Dreien, in ein normales Leben zurückzukehren? Wie erlebt Beate Zschäpe diese Phase? Stuttgart. Hier kommt es in dieser Zeit zu einer merkwürdigen Begebenheit. Beate Zschäpe wird in einem Nachbarschaftstreff gesehen. Eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben will, erinnert sich noch genau an die Begegnung mit ihr. Ja, die Frau Zschäpe saß am Tisch, wie ich reinkam, und ich fragte sie, ob sie etwas brauche. Und ich bekam keine Antwort. Sie brachte eigentlich nur die drei Worte raus, kennen Sie mich? Ich antwortete nein, aber sie reagierte einfach nicht. Ja, sie erschien mir einfach, dass sie unter schwerem psychischen Druck stand und reden wollte. Ja, sie hat fast gebebt, als sie da am Tisch saß. Was ist mit Beate Zschäpe los? Gab es Streit mit den beiden Uwes? Die Mitarbeiterin jedenfalls erkennt sie eindeutig wieder, gibt ihre Beobachtung später bei der Polizei zu Protokoll. Immer wieder sucht Beate Zschäpe Kontakt zu anderen Menschen. Wenn sie mit den beiden Uwes in den Urlaub fährt, pflegt sie Bekanntschaften, gibt freimütig ihre Handynummer heraus, verschickt später sogar Pakete mit Ostprodukten. Die ganzen Bilder, wo sie da auf Usedom oder wo waren, das war ihr Ding. So wegfahren, Party machen, aber mit anderen Sachen, das hat sie auch nicht einen Kopf für, glaube ich. Der Urlaub, so die Ankläger, hat für die drei noch eine ganz andere Funktion. Es geht um sogenannte Systemchecks. Das Trio fragt bei Unterstützern, die ihnen falsche Identitäten geliefert haben, neueste Details aus deren Privatleben ab. Wer sich weigert, wird erpresst. Nur zwei Monate vor dem Auffliegen der Terrorzelle.
Ein Pressefoto von einem Volksfest in Zwickau. Die Frau mit Sonnenbrille ist Beate Zschäpe. Sie zeigt sich ganz offen, so als ob sie nichts zu verbergen hätte. Was hat diese Frau mit Terror und Mord zu tun? Tatsache ist, dass alle Spuren und Indizien auf Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt deuten. Man hat ja unendlich viele Stadtpläne gefunden, Landkarten, wo irgendwelche Fluchtwege eingezeichnet worden sind und ähnliches. Das waren alles Schreibleistungen von Mundlos und Bönhardt. Sie haben die Mordanschläge und die Raubüberfälle minutiös geplant. Nirgendwo tauchen da Hinweise auf Frau Zschäpe auf. Trotzdem steht für die Anklage fest, Beate Zschäpe ist Mittäterin. Mittäterschaft bedeutet, dass man auf der Basis eines gemeinsamen Plans arbeitsteilig einen Mord begeht. Also es ist rechtlich denkbar, dass jemand, der gar nicht am Tatort war, nicht geschossen hat, nur im Hintergrund agierte, dass auch der als Mittäter eines Mordes gehandelt wird. Hat Beate Zschäpe also indirekt mitgemacht? Wie sicher ist, dass sie überhaupt davon gewusst hat? Das Bekennervideo des NSU. Perfide Bilder mit der bekannten Comicfigur Paulchen Panther glorifizieren die Mordserie. Die Ankläger sind sich sicher, Beate Zschäpe persönlich hat an diesem Video mitgearbeitet. Und die Ankläger sehen sie noch in einer ganz besonderen Rolle. Danach ist sie wesentlich an der Tarnung der Taten beteiligt. Die Polenzstraße in Zwickau. Hier leben die drei von 2001 bis 2008 ganz unbehelligt und genau zu der Zeit, als Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos morden. Nachbarn kennen die drei unter ihren Namen Gary, Max und Lise. Beate Zschäpe gibt sich auch hier ganz bewusst kontaktfreudig und hilfsbereit. Rechte Kameraden glorifizieren Beate Zschäpe und die anderen heute für ihre Kaltschnäuzigkeit, ihre angeblich perfekte Tarnung. Also erstmal Hut ab, dass sie das so lange geschafft haben. Also das auf jeden Fall, dass sie das durchgezogen haben. Also abtauchen über so lange Zeit, das nötigt schon Respekt ab. Auf jeden Fall. Beate Zschäpe hat den mordenden Kameraden hier einen sicheren Rückzugsraum ermöglicht. Diese Theorie verfolgen die Ankläger. Doch wie belastbar ist dieser Ansatz? Noch stärker wären diese Faktoren, wenn sie zum Beispiel an einem Tatort gewesen wäre und dort eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen hätte. Dieser Vorwurf, dass sie immer in dieser Wohnung war, in den verschiedenen Wohnungen und die Rückzugsmöglichkeit geschaffen hat, der ist relativ pauschal. Er bezieht sich auf alle Taten und es könnte schwierig sein, das dann wirklich auch jedem einzelnen Mordvorwurf zuzuordnen. Also da denke ich, dass die Bundesanwaltschaft sich auf recht dünnem Eis bewegt. Ich glaube, da hätte Frau Zschäpe eine Chance, auch freigesprochen zu werden. Ein möglicher Freispruch vom Vorwurf des Mordes? Könnte Beate Zschäpe nur wegen Beihilfe zum Mord verurteilt werden? In diesem Fall könnte sie am Ende statt lebenslänglich nur mit einer längeren Freiheitsstrafe davonkommen. Für Angehörige wie Yvonne Bulgarides eine schmerzliche Vorstellung. Sie wünscht sich, dass Beate Zschäpe in allen Anklagepunkten verurteilt wird. Als eine von mehr als 70 Nebenklägern wird sie am Prozess teilnehmen. Noch mehr als eine gerechte Strafe für Beate Zschäpe wünscht sich Yvonne Bulgarides allerdings eines: Aufklärung. Ich würde wissen wollen, wer es finanziert hat, wer es gewusst hat, wer unterstützt hat. 100%ige Aufklärung, die auch sehr wichtig ist für meine Kinder, die natürlich bis heute nicht begreifen können, dass jemand aufgrund seiner Nationalität einfach hingerichtet wird. Also was ich wollen würde, wäre, dass Beate Zschäpe vollumfänglich aussagt. Doch wird sie ihr Schweigen brechen? Damit die ganze Wahrheit ans Licht kommt? 4. November 2011. Der finale Akt. Nach einem Banküberfall in Eisenach werden Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt von der Polizei gestellt.
Als sich Beamte ihrem Wohnmobil nähern, setzen sie es in Brand. Uwe Mundlos erschießt erst seinen Freund Uwe Böhnhardt, dann sich selbst. Nur wenige Stunden später in der Frühlingsstraße in Zwickau. Beate Zschäpe setzt die letzte gemeinsame Wohnung in Brand. Will sie Beweise vernichten? Auch gegen sich selbst? Wie sie von dem Tod der beiden Freunde erfahren hat, ist bis heute unklar. Als sich Beate Zschäpe schließlich der Polizei stellt, sagt sie, sie tue dies nicht, um nicht zu reden. Wird sie diese Ankündigung im Prozess wahrmachen? Im Angesicht der vielen Opfer und Hinterbliebenen? Da steht man natürlich als Verteidiger schon stark unter Druck, auch irgendwie an der Aufklärung dessen, was geschehen ist, mitzuwirken. Trotzdem ein Verteidiger, der seinen Verpflichtungen nachkommt, der muss hier mit hoher Wahrscheinlichkeit der Angeklagten raten, bei ihrem Schweigerecht zu bleiben und dieses Schweigerecht weiterhin wahrzunehmen. Ihr Cousin Stefan A. hält allerdings eine Aussage für möglich. Seit längerem steht er mit Beate Zschäpe in Briefkontakt. Ich denke mal schon, dass er zum richtigen Zeitpunkt dann was erzählen wird, wenn es angemessen ist. Sie ist ja die Einzige, die alles wissen könnte, wenn es so gewesen ist. Und was dabei rauskommt, schauen wir mal, wer oder was. Der Kriminalbeamte Mario Melzer hat vor Untersuchungsausschüssen als einer der wenigen Ermittler von damals die Karten auf den Tisch gelegt. Bei manchen seiner Kollegen gilt er deshalb als Nestbeschmutzer. Er aber hat die Hoffnung, dass auch andere Beamte und Ermittler den Mut finden, über die Ereignisse von damals die Wahrheit zu sagen. Also ich erwarte, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die vielleicht einzelne Puzzlestücke zur Wahrheitsfindung beitragen können, eine ordentliche Aussage machen, ganz konsequent, und sich überlegen sollten, wo sie die Motivation für ihren Beruf hernehmen. Der Prozess gegen Beate Zschäpe wird nicht das Ende der Aufarbeitung der rassistischen Mordserie sein. 10 Menschen mussten sterben. Auch weil der Staat allzu oft weggesehen hat. Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt wurden auch deswegen nie gestoppt. Die Zahl ihrer Unterstützer aus der rechtsextremen Szene ist bis heute unklar. Das Bundeskriminalamt führt lange Listen mit Kontaktpersonen. Inzwischen sind es mindestens 100.